Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge hat sich der Altvordere oder der alte Meister hier von uns verabschiedet und ist irgendwie einfach in den Weltraum rausgeflogen. Wir haben uns zurück zur Arche begeben und haben festgestellt, Mensch, einige Leute haben anscheinend Bock, die Arche abzufackeln. Also haben wir sie einfach mal umgebracht und haben festgestellt, die Arche wurde von irgendwelchen wundersamen Wurzeln umgeben. Und ja. Wer da alles dahinter steckt, das erfahren wir sogar heute noch. Viel Spaß. Ich frage mich, ob ich dieses Gebiet wieder betreten kann und da neue Gegner sind. Werden wir mal testen. Aber erstmal gehen wir in die Arche. Wir müssen noch einiges planen. Not even 30 seconds in the Ark and me and Dux want to hop back out of it. Our home is under siege. Thick red vines are growing fast, turning the place into a blood red jungle. We see dwellers hacking their friends out of vine cages. We hear screams about the end of the world. We greet friends, but they shuffle by us with lifeless eyes, not recognizing us. The Elder could tell us how to beat this, but he's gone now. And without him, the Ark's gone crazy. If things ain't strange enough, the Dwellers made Prip the new Elder. When you put a bartender in charge, you're in trouble. Prip figured out the source of these vines, a man, Goran. He's a mutant with the power to control plants. Like Selma, but more powerful, more reckless. Once, Goran got into an argument with the Elder and attacked him. We threw Goran out of the Ark. He vanished into the zone, vowing revenge on us for spurning him. Now it seems his revenge has kicked into high gear. Prip heard rumors about Goran hiding out in some secret settlement north of here. Another Ark in the unexplored territories. He wants a team of stalkers to find this Ark and capture Goran before his vines squeeze the life out of us. This mission we accept, but me and Dux can't do it alone. We need stalkers. The best of the best. Selma, Magnus, Pharaoh, let's do this. Seeds of Evil. Dann steckt er auch hinter diesen komischen Kapselgulen wahrscheinlich, ne? Naja, gehen wir erstmal zur Arche und gucken, was wir da machen können. Aber ich hätte nicht gedacht, dass in der Arche so viele Leute leben. Ich dachte, es lebt eine Handvoll Leute. So sah es jedenfalls für mich immer aus. Prip's Bar. Wer ist jetzt da drin? Körperöffnung eurer Wahl. So, was können wir verbessern? Erhöht die Granatenanzahl, erhöht Feuerschaden durch Molotow und erhöht Rabatt in Iridias Laden. Ja, würde ich glatt behaupten, ne? Oder können wir das hier auch verbessern? Ich glaube nicht. So, das ist aber gar nicht mehr so schlecht. Dann werden wir das hier als nächstes verbessern. Good luck in the zone. I hope you die, so I can heal you. Ach, danke. Hier willst du jemanden heilen, der tot ist. So, Iridias Laden hat neue Sachen, habe ich gehört. Welcome. If you want zone gear, I've got it. Rüstung 3 TP6. Das hier könnte ich mir leisten, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie meine Waffen wieder aussehen. Gehen wir erstmal in die Bastelstube. This is the fix pit. I am Delta. I am here to fix and upgrade your gear. We will all be fixed
in the end. Ach du Scheiße, wie sieht die denn aus? Oh. Schleuderer. Wo haben wir den überhaupt her? Oder hatten wir den vorher schon? Eine Schnellfeuerlaserwaffe der Enklave mit einer enormen Zerstörungskraft. Gerüchten zufolge wurde sie tief unter dem Boden gefunden. Ich glaube, die hatten wir schon vorher, ne? Und die ist halt nicht so gut wie die anderen. Deswegen werden die wahrscheinlich zerlegen, genauso wie den Schleuderer. Und das hier sind wirklich mächtige Waffen, die wir haben. Hey, wir haben 30, also. Was haben wir da eigentlich? Waffenreichweite. Achso, wir haben zwei davon. Vom Grünauge. Was haben wir hier noch? Was brauchen wir eigentlich nicht? Ja, cool. Würde ich sagen, zerlegen wir die Scheiße hier. Wir werden bestimmt noch bessere Waffen finden. Hoffe ich doch zumindest. Bye-bye, Stalkers. Ja, du bist seltsam. Der hier hat Waffenreichweite und kritische Trefferchance, ne? Den müsste ich ja nicht überall einbauen. Bye. Wenigstens bist du noch normal. I'm sorry, but there is still no Stalker discount. Please don't ask me again. Ich weiß halt nicht, was noch in den Laden reinkommt. Das ist das Problem. Ich kauf's einfach, scheiß drauf. Und mich auch. Same old Fixpit with a new and improved Delta. I can't explain it. I used to be so angry at life, but I'm better now. So much better. Clear your mind, Stalkers. Oh Gott, die verwandelt sich hier echt. Hey, Stalkers. I just realized something. This Elder job blows. This place is falling apart without the real Elder. Can you get me out of this? Say it was like a clerical error or... Hey, any of you guys want to be Elder? Yeah, I didn't think so. Der ist auch nicht wirklich happy. Later, Stalkers. Trust no one, okay? It's getting weird around here. Okay, okay, okay. Na gut. Es wird Zeit, auf die Zonenkarte zu gucken. Beim Meerestitan soll das sein. Wir müssen dahin. Das ist wirklich nicht weit. Gehen wir erstmal zum Meerestitan. Und dann gucken wir random irgendwo hin, ob da wieder Gegner sind. Das wäre echt frech. So, und hier soll irgendwas Geiles sein, habe ich gehört. Rave oder so. Ich denke, wenn wir Gegner finden, finden wir auch diesen Rave. Ich bezweifle stark, dass da irgendwie was funktioniert, sag ich schon, existiert. Obwohl es ja eigentlich, es wurde angesprochen, also muss da auch irgendwas existieren. Oder hatten wir das bereits? Ja. Und plötzlich war es flüssig. Ja, ich habe mich jetzt hier umgesehen. Da ist eigentlich nichts. Warte. Ort des Hornteufels. Es gibt doch da einen neuen Charakter. Er ist mir jetzt zu doof mit Google. Ich würde sagen, ich reise weiter und dann... Keine Ahnung, ich hoffe, das Spiel wird mich einfach zu ihm führen. Da unten war er auch nicht, ne? Hm. Naja, gehen wir weiter, wir werden ihn schon finden. Es ist so offensichtlich, aber da ist einfach nichts. So, Vorstadtmausoleum und wir reisen jetzt zum Wasserheber. Juhu. Zack.
Gegner nähern sich von der Hochstraße. Er ruft mich an? Wieso ruft er mich an? Hochstraße. Ich meine ihm alles um irgendwie. Huch, Maus? Okay, alles klar. Hochstraße. Ich nehme alles mit, was mir Ressourcen gibt. Das finde ich ganz gut. Zwischendurch Training. So gefällt mir das. Vielleicht finden wir hier auch den Elch irgendwann. Auf diese Art und Weise. Dass hier einfach Waffenteile rumliegen. Die haben doch alle nichts drauf. Wir verstecken uns, dann ballern wir sie alle weg. Aber instant. Es wäre cool, wenn du hochgehen könntest. Oder wir ballern erstmal den Zonenhund weg. Weil der ist mir doch ein bisschen im Weg. Oh, der hat mehr Leben, als ich dachte. Ich glaube, auf diese Weise kriege ich ihn nicht. Komm schon, mach einen Crit. Oh. Puh. Na gut. Kannst du jetzt hier hochkriechen? Aber hier ist keinerlei Deckung, ne? Scheiße. Ja, ohne Deckung ist das ein bisschen witzlos. Na komm, verstecken wir uns hier und dann ballern wir die einfach weg. Was ist denn los? Natürlich zuerst den Schamanen. Du solltest vielleicht ein bisschen näher rangehen. Na, guck mal, wir kriegen sogar was geschenkt dafür, dass wir das machen. Oh, der Schaman ist jetzt da hinten in Deckung, ne? Er sollte erst nach vorne kommen, weil das ist der erste, den wir wegknallen müssen. Und da hinten ist irgendwo am Ende noch ein Hund, aber den juckt ja keiner. Und den Medibot, den knallen wir weg. Das ist ja gar kein Problem. Nee, sieh mal einer an, wer da kommt. Ha, eine lebende Leiche. Jetzt jedenfalls. Könntest du da von der Deckung weggehen? Ach, scheiß drauf. Jetzt wird geballert. Kaboom. Ach, da ist ein Hund. Oh. Ah, das kriegen wir hin. Wir haben doch nichts drauf, die Leute. Die sind 26. Pff. Da, zack. Weg ist er. Injury analysis in progress. Und dann der Medibot. Personal injury did reapplying facial mass. Have a super day. Ja, ja, geht mal auf Bormin, das ist kein Problem, ihr Hundis. Au, okay, das ist doof. Na komm, wir versuchen's. Ah, Glück gehabt. Hui. Ich würde zuerst den hinterm Baum gerne treffen, aber es geht nicht. Wir können ja nicht mehr weit weglaufen. Scheiße. Was hast du denn für eine Reichweite, Junge? Lauf da hinten hin. Nee. Ja, kommt der, los. Kannst nicht angreifen, oder? Nein. Haha, Glück gehabt. Ja, wie sie alle neben mir stehen, aber nichts machen können.
Alter, lass Bormin in Ruhe. Doch. Okay. Der Zonenhund muss zuerst sterben. Enough. Und dann kommst du. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine dieser komische Fuzzi da hinten. Kaboom. Easy going. Hast du gedacht, Dude, ne? Erstmal schießen wir ihm seine Deckung weg. So, jetzt aber. Ja gut, oder wir treffen ihn mit 25%iger Wahrscheinlichkeit. Was natürlich auch passieren kann. Macht das Ganze nur einfacher. Und wir haben den guten Baum verschont, der sowieso tot ist. Ja, ja, ja. Gib mir Zeug, gib mir Zeug, gib mir Zeug. Ein Medipack oder so wäre auch ganz nice. Nur Schrott. Ey, ich will gutes Zeug. Hat der Hund da hinten was verloren? Aber die hätten ruhig mal ein Medikit springen lassen können, ne? Schweine. Aber mal gucken, was wir da bekommen. Das ist ja auch nicht so schlecht. What wonders shall be revealed. Was? Kann Deckung zerstören? EMP-Geschosse? Du bist aber nicht lautlos. Was zum Teufel bist du? Ein Prototyp aus dem Enklavenkrieg. Sehr viel mehr wissen wir nicht über diese Waffe. Nur, dass er die Macht hat, Metallmenschen zu deaktivieren. Chronist. Oh. Klar, EMP-Geschosse. Das ist eigentlich schon cool. Eigentlich ist das echt cool. Na gut, damit gehen wir zurück zur Arche. Ich weiß nicht, wie viele Roboter wir noch treffen werden. Aber wir können das auf jeden Fall auswechseln, wenn wir mal wieder auf Roboter treffen. Wenn wir wieder auf Roboter treffen. So. War ich ein bisschen eingeschüchtert. Dafür gehen wir aber als allererstes mal zur Arche zurück. Das finde ich gut, dass man zwischendurch noch Waffen finden kann. Das ist eine wirklich gute Verbesserung. Ich meine, die Gegner sind natürlich schwach. Das ist klar, 26, das ist ja gar nichts. Aber trotzdem besser als gar nichts. You can trust me to fix and upgrade your gear. I'm very efficient. Always happy. There's nothing to worry about. So. Really? Guck mal, die ist sogar besser als die Waffe. Du hast 7,9. 7,10. 7,10. Ja, dann weiß ich, was ich mit dir machen werde. Until next time. Oh, das war falsch. Moment. Wenn wir schon mal dabei sind. But there is still no stalker discount. Please don't ask me again. So, kritische Trefferchance, Waffenreichweite. Ja. Packen wir das drauf und. Und Gegner zurückwerfen ist nicht schlecht. Obwohl, vielleicht nicht für diese Waffe. Nice, sieht irgendwie ein bisschen futuristisch aus, die Waffe. Alter, die ist gut. 10, 12. Wir müssen mehr von den Waffen finden. Bye bye, Stalkers. Yeah. Ja, cool. Das hier fehlt mir. Team Inventar. Du gehst raus, du gehst rein. Ah, die ist nicht lautlos. Oh! Wir haben einen Makel gefunden. Die ist nicht lautlos. Same old fixed bit with a new and improved. I can't explain it. I used to be so angry at life, but I'm better now. So much better. Okay, dann werden wir sie benutzen, wenn wir sie brauchen. Die braucht keine Upgrades. Okay, keine so guten. Hier, Zielfernrohr. 30%, bitteschön. Und dann kriegst du hier noch Chance, Gegner umzuwerfen. Perfekt. So. Dann haben wir eine Alternativwaffe. Das ist doch nicht verkehrt. Dinge, die ich nicht beachtet habe. Lautlosigkeit. Naja. Mh.
Ja, aber du bist schon komplett, ne? Ne, 16 brauchst du. Ja. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Was haben wir hier denn noch für Hüte? Naja, falsche Tasten. Zone. Na gut. Wir haben eine neue Waffe, die können wir benutzen zwischendurch. Wenn wir nach Wahl auf Roboter treffen. Ja, Freunde, und das war's für heute mit Mutant Year Zero. Diese Nachricht hat mich komplett hinters Licht geführt. Die haben mich verarscht. Bin ich ganz ehrlich, die haben mich verarscht. Die neue Waffe, die ist auch mehr so, weil es ist, ich glaube, das ist keine Silent-Waffe. Vielleicht sollten wir es einfach ausprobieren, ob das eine Silent-Waffe ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich es nicht in die nächsten Folgen machen, weil jetzt habe ich schon aufgenommen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.